Fans. Moin Leute, ja, willkommen zurück zu einem Video auf dem Kanal Pion Tragisch. Diesmal mit mir, meinem Bruder und den Kollegen vom 666. Achso, die sind jetzt einfach mit in der Aufnahme. Cool. Ja. Ja. Das lässt sich ja nicht rausfällt dann. Moin Leute! Ja, also wir brauchen ja auch Live-Reactions, also. Ja. Gut, also richtig. Ja, wir haben... Oh mein Gott, du hast Messi gezogen. Wir haben zwei Displays geholt, das eine mal strahlende Sterne und Leonhard Xingxiangxiong, ich weiß nicht, was das ist. Ja, ich habe tatsächlich das fette Pikachu Sonderedition, ich weiß nicht, wie das heißt. Da steht's aber, warte. Shocking Voltackle. Shocking Voltackle. Ja. Und dann wollen wir doch einfach mal gucken, wer so die besseren Puls rausziehen kann. Ja. Ja, ich. Mehr ist es eigentlich auch nicht. Ich muss erstmal die Umverpackung meines Displays entfernen. Same. Bitte geben Sie mir eine Sekunde Zeit. Schneid ich bitte nicht. Ah! Ich würde ja nicht sagen, dass ich es schon mal geschafft habe, als ich ein Paket aufmachen wollte mit einer Schere, erstmal schön an meiner Handfläche auf, anstatt an dem Paket, aber ich habe das schon geschafft. Ich bin sehr stolz auf dich. Erstmal dick in den Finger geschnitten. So, jetzt muss ich erstmal hier natürlich das Display so wieder aufbauen, dass es auch präsentiert wird. Bisschen Plastik für die Umwelt, ist sehr gut. Ich bin Plastikleugner. So, guck mal. Nicht drin. Shaman begrüßt uns. Nice, das kann ich nicht so aufbauen, weil mein Setup ist nicht so krass. Ich kann das nur normal aufmachen wie ein normalsterblicher Mensch, wenn ich wüsste, wie das geht. Selbst das geht hier nicht mal. So, warte, jetzt muss ich das einfach so. Da ist es doch. Let's go. Ja, ich würde sagen. Ich hätte einen Pikachu. Ich greife mir einfach gleich das erste Pack, natürlich das Glurak-Pack. Glurak-Pack. Also ich habe tatsächlich die Wahl, ob ich das hier oder das hier möchte. Oh. Oha. Ich würde das rechte nehmen. Ich kann tatsächlich, aber auch wenn ich ganz daring bin, das hier nehmen. 1, 2, 3. Ich hoffe, dass es mit diesen 4 nach vorne immer noch richtig ist. Ja, scheint so. Okay, dann kann ich mein erstes jetzt aufmachen. Also, hier. Okay. Also, ich habe tatsächlich nicht ganz so viele Karten wie du. Ja. Der japanische Lifestyle. Symbolara. Pelzebub. Tillast. Messi? Lionel Messi. Ronaldinho. Ein Klick. Oh, ich muss das noch. Ein Krüppuck. Messi. Milzer. Messi. Ein Messi. Reverse Holo Starer Lili. Und ein goldener Hyperball. Der erste Hit. Oha. Glurak, dicke Pult hier. Let's oh, was? Glurak? Und endlich eine Trainerkarte, die nichts ist. Wow, ja, Mann. Hi. Aber das Glurak ist Holo. Hololo. Aber goldene Hololo. Karten nimmt man immer mit, auch wenn es nur der Hyperball ist. Ich liebe die goldenen Karten, die glitzern so schön. Ja. So, Reverse Holo Staralili, die kriegt nicht mal eine Hülle, ist nichts wert. Dann. Ich habe nicht mal Hüllen da geholt, professionell. Kommt jetzt das Arceus Pack bei mir. Wo leg ich die Kacke jetzt hin? Geht nicht, ich habe kein Setup. Ihr durftet das Glurak nur einmal sehen. So, 1, 2, 3, nie wieder. 4 nach vorne. Dann einmal. Die Energien sehen hier anders aus. Die haben noch so ein bisschen irgendwelche random Sparkle-Effekte. Genau. Luxio. Capoeira. Das Magma-Becken. Was ist das? Das Pokémon kenne ich cool, nicht. Du, dass du die Pokémon alle so aufzählen kannst. Ich habe hier tatsächlich. Tja, ching, ching, ching. Das ist. Matze-Entwicklung, ich weiß gar nicht, wie der kommt. Dann haben wir Samurzel, den Eichelkäse, den kenne ich. Dann haben wir jetzt Zwirlicht, den kenne ich auch. Das ist ein dicker Test jetzt für mich, pass auf. Ja, ich bin mal gespannt. Dann haben wir jetzt Joshua. Kamalm, ja. Kenne ich nicht. Den kenne ich aber, das ist doch Krawumms, Junge. Yes, richtig. Warte, ich bin jetzt auch bei meinem Reverse-Holo-Slot gleich. Warte, jetzt. Reverse Holo Pampyro. Sieht cool aus. Ist richtig Manicamp von dir. Ja, Vorschub des Professors in Holo. Ja! Yeah! Alright. Bestimmt 10 Cent wert. So.
Das habe ich ganz. War das Glurak eigentlich bei dir, Leon, gerade ein Hit oder nicht? Weil Glurak ist auch eigentlich immer was wert. Oder ist es nur. Ach du, ich habe mich da im Vorfeld erkundigt. Dann kann ich dir sagen, ich habe keine Ahnung. So, ne, ich gehe jetzt aber schon davon aus, dass es zumindest nicht schlecht war. So ein Holo Glurak. Ja. Bestimmt so mehr als ein Euro wert, aber. Oh, ich glaube viel mehr nicht, aber es kann, ich glaube schon, dass es eine der besseren Karten auf jeden Fall ist. Ja, ich. Und es ist immer noch ein Hingucker, ne? So ist es. Darum geht es ja hauptsächlich. Value wirst du da gefühlt fast nie rausbekommen. Das ist absolut richtig. Leute, es ist immer noch Gambling hier. Dann. Glücksspiel! Ja, Psychoenergie. Kapo. Ich glaube, ich muss jetzt nicht jeden vorlesen, außer da kommt so was Cooles wie Krebutok. Schmutz. Hallo Kripok schon wieder. Och nö. Schon wieder Milzer. Jetzt habe ich auch die Vorentwicklung. Bam, Mon. Ich hasse dieses Design von dem Mon, ne? Also, andere Leute finden es ja cool, weil es eine Mischung aus süß und böse ist. Das ist Erde. Das ist Barakifa. Barakifa, Junge. Und? Barakifa ist nicht mal Holo. Geh mir aus den Augen. Jetzt. Ein Zwirrlicht Reverse Holo. Und? Ein Moterpel. Was? Moterpel? Mhm. Also das ist dieses hässige Schmetterlings Raupending da. Achso. Erst meine ich doch. Schmetterlings Raupending. Das sieht cool aus mit Whimsicott drauf, also Elfen. Wir haben tatsächlich Baby Joshua. Kenne ich natürlich, die Vorentwicklung heißt Krakel? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie die Vorentwicklung mit Baby-Pokémon kenne ich mich auch nicht gut aus. Das ist Zebritz, glaube ich. Ja. Auf Deutsch, keine Ahnung. Das ist richtig. Das hier ist Raupi. Schweifini. Raupi. Oha. Dickes Voltoball. Was ist das? Ist es Holo? Es ist Holo. Ja, sieht gut aus. Es glitzert schön. Ich mag den Rand bei den japanischen Karten. Und dann haben wir hier die beste Karte aus dem ganzen Set. Ninjask. Endlich. So, Feuerenergie. Knarksel. Drachen-Pokémon mag ich immer. Knarksel. Chelterrain. Ich dachte schon, weil es so groß ist, Chelterra. Next. Ist hinten glitzert irgendwas. Ich habe schon gesehen. Ja, ich habe schon genau gesehen. Das Spoiler. So, Barry. Pipi. Das war Pipi. Kugi. Karadonis. Karadonis stinkt. Oh, Krebskopf. Stinkt. Golvit, Ads. Cleopatra Reverse Holo nimmt man mit. Und. Pikachu V. Damn, ist das normale V? Ich habe keine Ahnung, kann sein. Ich hab, ehrlich gesagt, habe ich mich mit dem Set noch nicht wirklich befasst, so richtig. Das weil ist so das ungefähr so gute Recherche wie ich. Ja. Aber es sieht clean aus. Aber. Oh mein Gott, guck mal, da muss ich nochmal ganz kurz gucken. Guck dir, wie off-center das ist. Der rechte Rand ist einfach dreimal so dick wie der linke. Guck dir die sahnigen japanischen Karten, ja, die immer gecentert sind. Hier haben wir den Typen, der Fische schlucken kann und andere Attacken kriegt. Urgel. Genau. Urgelgott. Bin ich nach der League-Runde. Dann haben wir, das ist Zwirfinst, glaube ich. Nee, Zwirklopp, das ist. Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, hier haben wir das Stampuli, keine Ahnung. Das ist Matze, Pampros. Stampuli ist die Vorentwicklung davon, wusste ich. Ja, Pampuli, aber genau. Oh. Ja, perfekt. Pampuli, Stampuli, Pampros, Schmampros, so. Rossmann. Oh, Mani, das ist immer gut. Kani Mani. Also Mary im Deutschen, aber. So, dann Fehlschlagschutz. Stern, du, dicker Hit. Oh, dicker Hit, Laukaps. Warum gibt's eigentlich, das muss ich jetzt mal wirklich machen, warum gibt's in jedem Set immer Laukaps? Wer fragt nach diesem hässlichen Scheiß-Pokémon? Man weiß es nicht. Kikugi? Genauso wie Kikugi, das packen die auch in jedes Set rein. Niemand will Kikugi. Weil deine Anal Beats für dich? Nein, nicht schon wieder. Stinke Peter. So, next. Tropius ist underrated. Ich finde, der ist viel zu selten. Auch hat keine Liebe bekommen. Aber ich finde, Die geben Karadonis und wirklich immer die geilsten Bilder. Glurak! Oh, yeah. Ja, auch ein Glurak. Ah, das sieht geil aus, finde ich.
Nice. Ich höre es. Es ist tatsächlich auch halbwegs gesendet. Ja, nice. Also die Hits kommen jetzt, ne? Bei mir kommt richtig nice gar nichts einfach. Der japanische Scam, wer kennt's nicht? Ne, bisher war ich immer glücklich mit japanischen Set. Ja. Hier haben wir einen Elefanten. Pampi. Ja. Das ist Krokodila. Ich weiß nicht, wie dieses Ding heißt, aber ich kenne die Weiterentwicklung. Ja, das. Dann haben wir. Was bist du denn? Das habe ich auch gerade. Dasselbe habe ich in meinem Set. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Keine Ahnung, Folge Giz der Eiscreme, weiß ich nicht. Da ist er, der Gott. Galada Manitan. Galada Pivian. Let's go. Und hier hinten haben wir die beste Karte. Tentantel, keine Ahnung, wie das heißt. Doch, es ist Tentantel. Der hat irgendwie so voll den Retro-Look. Tentantel. Tentantel, ja, das ist. Nehmen wir nochmal die schöne. 1, 2, 3, 4 nach vorne. Oh, ich habe noch einige Packs, ey. So. Stil, Stadion, Ruine, Luxio, der Top-Film, Quintilla, schon wieder Lau-Cups. Endlich. Barmeli, Resladero, nur 70, was zu Fick? Das ist ein voll entwickeltes Pokémon. Okay, es geht ja richtig los. Oh, damn. Zeig mal ein bisschen näher in die Kamera, wenn es geht. Das ist ein ganz normales Ariados, aber mit einer Full Art halt. Das ist bei dem Set auch besonders. Das sieht echt nice aus, ja. Diese Full Art Karten sind eigentlich gefühlt meine Favorites. Ja, ich liebe die auch. Cool. Und? Ein Holo-Befehl vom Boss. Cyrus ist einfach reingeschlichen, so heißt der Typ. So, ich hab Mac Cargo. Ey, aber die Hits. Schon wieder der dumme Fisch, die Vorentwicklung kaputt. Dann haben wir hier Palimpalim aus Stoff, wo ich überhaupt kein Fan von bin, von diesen komischen Bildern, immer die irgendwas knete oder zusammengestreckt sind. Sieht bescheuert aus. Oh, irgendein Käferding, das ich nicht kenne, aber let's go. Oh, Beetle, Maritalit. Ja, und hier haben wir Ninja Atom, ist das, glaube ich. Ja, genau. 30 KP, richtig Stong. Der hat aber, ja, macht aber auch Sinn, weil er Endgame auch ein HP hat und nur von sehr effektiven Attacken getötet werden kann. So. Ja, meine Knowledge ist schon krass. Das ist richtig. Oh, die Karte riecht richtig doll, also dieses Pack. Gut. Da hat der Verkäufer nochmal dick drauf gepisst, bevor. Nee, es riecht so nach. Nach Scam. Nach frisch verschweißt. Frischer Schweiß, oder? Endlich ist er wieder da, der Bro. Das ist kein Karadon, das ist Geotest, der ist cool. Jetzt sag doch, der Bro. Richie nennt es immer, also schaut an ihn, nennt es immer Jui-Test und es regt mich immer auf, weil er heißt Geotest. Jui-Test. So, Knilz. Plinfar, mein Liebling. Das beste Pokémon. Der und? Wow, eine Tafelwasser-Pack. In Reverse Holo. Warte mal. Sauf-Pack. Und? Fortnite-Gamers. Ein Boma-Dame, Trash. Nee, Sandy. Okay. Boma-Dame ist natürlich immer Trash, auch wenn Sandy ist. Ja, ist richtig. Hast du gut erkannt. Hier haben wir Octograppel, keine Ahnung, wie dieses Ding heißt. Irgendwas mit Octo? Ja, also, irgendwas mit Octo, hast schon recht. Hier haben wir Schneckmack. Magnaien. Oh, das Bild sieht aber eigentlich ganz, ganz cool aus. Ja. Da haben wir Garbodor. Ja, das ist der englische Name. Unratütox. Nee, oder so. Deponitox, aber Unratütox ist die Vollentwicklung. Und hier haben wir, what the fuck, keine Ahnung. Einer der Trainer aus hier, dem neuesten Spiel, wie heißt es? Ich bin gerade zu dumm, dann, hallo? Nee, ja, Schwert und Schild. Schwert und Schild, sorry. Arceus also ist nicht, noch neuer, hast du recht, das ist nicht das Neueste, da habe ich mich versprochen. Gut. Legend oh, Plippin ist immer arrogant gewesen im Anime. Charon, niemand mag Charon. Oh, Sibirio, war das nicht richtig im Fokus jetzt hier? Sibirio ist magisch. Sibirio. Schon wieder ein Geotester. Ein Knilz, es ist Angry. Knilz. Schlimmer. Die beste Karte im ganzen Set wieder, ja. Chillast. Ein Sneebel. Jetzt Reverse Holo Chaterra. Also wenn wir auf dem Reverse-Holo-Slot immer so gute Monster sind, das mag, ist natürlich immer umso besser. Und ein Staraptor.
Nice. Ich weiß ja gar nicht mehr genau, wie es bei japanischen Sets war. Ich glaube, da ist es so, dass die vorletzte Karte immer die V-Karte ist oder der Hit basically und die letzte Karte aber tatsächlich auch irgendwie Alternative Art sein kann oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ich weiß auch aber nicht. Ich meine, es war so oder so ähnlich. So, wir haben nochmal dieses Ding. Egal, wie oft du sagst, den Namen werde ich mir nicht merken. Schwalbini aus Playmobil. Nose Flag neu. Oh, das Maskottchen des Kanals. Das, Drapion das V. Abonniert alle Pion Dragisch, sag ich dazu nur. Ja. Und dann haben wir hier Zwotronin. Nein, das ist das letzte, das heißt nicht Zwotronin, das heißt ich weiß nicht, mit Admiral oder so? Admurai. Ja, genau, Admurai. 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 Aber die Karte sieht schon ziemlich knusprig aus. Reinigende Handschuhe, einfach so Exorzisten-Handschuhe. Dann Bojelin. Symbolara. Knack. Owei. Genau. Klimta. Kubuin im Reverse Holo, das ist auch cool. Das war's komplett. Mit dem Bild, wo es keinen viereckigen Kopf hat. Ja, genau, weil da ist die Eisform gebrochen. Also, gebrochen, ich bin auch mental. Und? Elfen wie? Da ist die normale, aber die vorhin war keine normale, wenn das die das sind die normalen, glaube ich. Ich glaube, du hattest vorhin so eine Alternative V oder so. Sicher? Ich glaube, von Pikachu habe ich Alternative gehabt, glaube ich auch. Weil diese normalen Vs haben ja immer diese normalen Bilder auch. Ja. So, dann haben wir hier nochmal den Esel. Den Esel. Glumanda. Nimmt man mit. Das ist jetzt aber Uneratüter. Ja. Trashbag, Junge. Keine Ahnung. Play-Doh. Nicht schon wieder er. Und mehr haben wir auch nicht. Wie oft soll ich denn eigentlich noch ziehen? Der mag dich halt. Mich interessiert weder das Ding noch seine Vorentwicklung. Kurtel? Ich mochte Kurtel im Anime immer richtig gerne. Ich mochte den auch im Spiel gerne, nur schade, dass er nutzlos war, gefühlt im Spiel. Weil tatsächlich ist er ja gar nicht so schlecht physisch-defensiv oder mit... Ja, aber ich im normalen Pokémon zählt nur die Offensive. Da spielst du keine Walls gegen die NPCs, du spielst du alles, was gut ballert. Und da war er leider nicht so der Meister drin. Das ist richtig, war auch recht langsam. Ist kaum Das Einzige, was er in Smaragd und so Dingen immer konnte, war Hitze-Koller und dann hat er immer seinen Spezialangriff um 2 runter gemacht. Und... Kingler V-Max! Kingler! Pass auf, wenn ihr macht Liquidation. Er claimt ein paar Leben. Junge, das läuft ja richtig. Das gefällt mir. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss meins beim nächsten Mal auch vom Verkäufer anpissen lassen, damit ich was Gutes hole. Ja, glaube ich auch. Wobei, bisher bin ich nicht unzufrieden. Ich habe auch schon mal gut was gezogen. Ist ja nicht so, als ob ich gar nichts gehittet habe, aber. Ja. Das ist richtig. So, haben wir. Meine ganze Karten-Collapse. Wildmare. Hier haben wir. Wie heißt dieses Ding nochmal? Zapplalek. Also irgendwie sowas. Zippelzappel? Ja. Oh, Evoli. Die Evoli-Bilder sehen gefühlt bei fast jeder Ding irgendwie gut aus. Die Evoli-Karte habe ich, glaube ich, schon mal in einem anderen Set gezogen. Im europäischen Das kenne ich. Das heißt, warte, sag's mir nicht. Okay, bin ich mal gespannt. Ah, das kenne ich doch. Das hast du, glaube ich, ein paar Mal schon mitgenommen. Die Ritter der Redlichkeit. Terrakion. Ja, Terrakion. Richtig. Und Flag Noil. Weiterentwicklung. Ich weiß nicht, wie dieses Ding heißt. Es ist wieder Nosebad. Yes. So, dann. Star Energie. Oh, Snibuna. Jetzt habe ich auch die Weiterentwicklung von Snibel. An die Snibuna-Fans, davon gibt es echt viele. Scharfax. Scharfax. Ich habe nichts dagegen, weiß. Wenn Maxax kommt. Der Barista. Bummel. Bamon, schon wieder. Sterndu. Griolu. Staralili und Krebskorps jetzt auch in Reverse. Und ein Kubuin normal. Kubuin, fließender Angriff.
So. Ich habe hier wieder dieses Mehikel-Ding da, Vorentwicklung oder so. Ich weiß es nicht. Ja, Mehikel ist die Vorentwicklung. Ach so, es ist die Vorentwicklung. Dann haben wir Flurmel, glaube ich. Mhm. Ja, doch. Zubiris, das auch wieder sehr cool aussieht, finde ich. Ja, Zubiris sieht übel cool aus, finde ich. Okta... Julians Okta-Battle. Nein, ich weiß nicht, das ist doch dieses Okta. Ja, ich egal. Grabblock. Wieder dieses Ding. Was ist jetzt eine Special-Energie, oder? Man weiß es nicht. Irgendeine Energie, geil, und dahinter ist nichts Nix. Mehr. Geil. So, dann haben wir hier... geil. Oh, Voluminous! Das ist daneben, sind da ganz viele Nasen oder Nein, was? Das sind die Hände, die er hat. Also die Hände um ihn rum sind ja nur durch Magnetismus angezogen. Voluminous hat Hände. Ach, als ja, er hat Hände, die er halt so um sie rumwirbeln kann und sowas. Das sind die Dinger, die werden von seinem Elektromagnetismus angezogen. Dann Magnetismus, sorry. Dann Team Yell. Jubel von Team Yell. Chillabell. Wieder Wrestler, der oder flext. Barmelin. Kaumalat. Kaum, nein, das knackt, ja. Vom Meo. Das sieht aber cute aus. Ja, wie haben sie das hingekriegt, dieses Kack-Pokémon gut aussehen zu lassen? Der Hodensack. Legit. Nein, Pelz. Das sieht nicht gut aus. Und? Ein Markbrand. Markbrand. Er mag es, verbrannt zu werden. Genau. Deswegen habe ich in dem Sinne jetzt auch erstmal Mag-Cargo. Er mag nämlich Cargos. Es sind noch viele. Da habe ich Zipritz. Palim Palim schon wieder gewebt. Den Regenbogenstein. Da steht dran. Wenn dieses Monster von ihrem Friedhof als Spezialbeschwörung beschwört wird. Ja, genau. Ein Blattfisch und nichts. Oh. Hä? Ist das ein gutes oder schlechtes Zeichen, wenn da so eine random Code-Karte dazwischen ist? Das habe ich davon noch nie in den anderen Packs gehabt. Ich weiß es nicht, vielleicht kannst du damit nach Valhalla einkehren. Hä, da steht, es steht einfach nur Wies da drauf. Ja, dann würde ich die einfach tatsächlich verkaufen für 2 Cent. Okay. Kannst du nicht sagen. Vielleicht sei jetzt ein dicker Hit drin. Hast du das die ganze Zeit off-camera jetzt gerade einfach? Ich bin jetzt, keine Ahnung, ich habe keine. Die Sortierung ist komplett falsch, aber irgendwie stimmt das mit dem Vierer-Dinger mit der Karte da nicht. Okay, also Starmie. Schon wieder Tafelwasser. Symbolara. Sterndu. Tafelwasser. Reolu. Staralili. Hokumil. Das Ding, was ich vorhin auch hatte, ist was anderes. Das ist das Ding, was du hattest. Eiscreme-Jizz-Ding. Ja, das, ja, genau. Warum ist es da so gelb und vorher mal das Blau-Cups, so pink? Boma damit in Reverse. Reverse. Und Illivoltic. Also es ist schlecht, wenn man eine Beastar-Dings da drin hat. Ich finde es aber auch interessant, dass Illivoltic irgendwie auch so ein Ding ist, das immer gefühlt in jedem Set eine Rare-Normalkarte kriegt. Ja. Illivoltic hat gefühlt nie eine Special-Karte, das ist halt immer eine normale Karte, aber eine Rare-Karte. Aber was das jetzt bringen soll, ich weiß nicht, ich behalte es mal, aber... Das ist eine Visitenkarte. Ja. Ich habe hier schon wieder dieses Ding, von dem wir eben gesprochen haben. Ja, Hokumil. Ich glaube, das ist die Vorentwicklung von Pokusan, also diesen komischen Alcremie. Die Weiterentwicklung von Mehikel. Ja, Gogoat, ich weiß gerade den deutschen Namen, Chefrum. Das ist schon wieder dieses Krokodils-Ding, das Name mir nicht einfällt. Garnoville. Leon Champion in Rainbow. Beta Access für das neue Call of Duty. Leon, der heißt auch Leon. Echt? Ja. Ah, das Ding ist ja so ein dicken Crotch hier unten. Ich erkenne schon. die Weiterentwicklung. Rabigator. Yes. Es gibt auch, ich habe auch einen Rabigator-Fan, der die Videos guckt. Grüße gehen raus. Ja, gut. Dein Pokémon stinkt, würde ich sagen. Grüße gehen auch von mir raus. Da, der Beste, den jeder mag im Spiel. Barry. Klick, klack. Cynthias Ehrgeiz. Bidiza. Cynthias Onlyfans. Cynthias Onlyfans. Nee, die Karte wäre ein bisschen teuer. Dann ich glaube, das ist ja die seltenste Karte in Pokémon oder so. Kaumalat. Cynthias Onlyfans. Knölz in Reverse. Und
Ein Knackrack in Holo. Ich habe gesagt, ich hätte gerne einen Knackrack, also nehme ich das total gerne mit. Knackrack drippt aber auch ja. einfach. Der Drip, Ringos. Drippo. Glumander. what the fuck ist dieses Bild? Krakelo? Ja. Und Ratütok schon wieder. Zablarang. 160 KP, damn, Junge. Der Bock. Ziemlich strong, ziemlich strong. Und Baywatch. Baywatch. Okay. 1, 2, 3, 4. Keine Visa, komische Karte. Dann next. Barry schon wieder. Cool. Barry, komm heim. Ein Palim Palim. Hatten wir noch nicht. Oh, ein Pampler habe ich auch noch nicht. Guck mal, das ist einfach aus Monster Hunter Rise, bevor es sich angefangen hat, die Bären auf dich zu werfen. Ja, das wird später zu Konga, Lala, an einen Furz. Nein, das andere. Ja, warum unten die gerade so? Oh, ein Plibrin im Reverse. Und ein Libeldra. Die Also Leona und Lee Sin versuchen das gerade förmlich wegzuschmeißen. Oh, diese. Oh. Das ist Capoeira, glaube ich. Ja. ich habe den Namen vergessen. Castadur. Castadur, stimmt. Die Kastanie. Wir haben Magnaien in den Picasso Edition. oh, das kenne ich. Das hast du, glaube ich, auch mal benutzt. Nee, da habe ich eine andere Version von, glaube ich, in deinem. Ja. Wie heißt dieses Ding? Das ist Duraludon. okay. Gigantolos. Das ist Donphan. ja, richtig. Okay, dann. Normal. Das ist auch Holos, habe ich gar nicht gesehen. Ein Lepumentas im hyperrealistischen Look oder so. Kokowai. Die Jagdhandschuhe. Milza. Hässliches Mon. Dämon, nicht hässliches Mon. Rolo. Burmi. Ein Pamflam in Reverse. Und ein Chelterra in Holo. Chelterra. 190 KP. Okay. Ja, box den mal okay. um. Okay. Ja. Der Evo-Druck. Ich habe viele Zaubertränke. Schon wieder dieses Ding. Ich glaube, also der englische Name von dem Ding ist Dynamo, aber ich weiß den deutschen nicht. Das ist jetzt, glaube ich, Zordronier, ja. wenn ich irre. Das ist Evoli. Achso, das ist die VMAX-Version davon. Ich habe mich schon gewundert, weil dieses Gesicht kam mir schon wieder. Leon, ich habe dir noch gesagt bei dem beim Auswählen des Sets, dass du das nehmen sollst wegen dem. Und das ist genau die Karte, die ich wollte, dass du ziehst. Let's go. Und dann haben wir noch Ice Cream. Galafla Pieper, das ist ein geiler. Ich habe gerade nur das Gesicht gesehen mit seinem riesen Mund und diesem komischen Kopf und ich dachte, ich habe dieselbe Karte jetzt zweimal gezogen. So. Kampfenergie. Staravia. Pampyro. Gloria. Glanz und Gloria. Zwölle. Sneeve. Redcorps. Magma. Krypuk. Boreos in Reverse. Boreos. Und? Terus. Ulanga. What the fuck? Ulanga. Ja, das ist die Weiterentwicklung von Bamon, die letzte. Es wird später zu Stalobor. Ich bin echt schlecht. Rotomorph. Danke, was die Basis-Pokémon angeht. Das musst ja, du wissen. Das ist musst ein du wissen. Ja, wie heißt das? Das Otaro. Ja! Das ist schon ja Nosebad. Nosebad. Schon wieder so eine Chonky-Energie. Nein, nicht Nosebad. Wie gesagt, Nosebad. Achso. Neubad. Aber Neubad heißt bestimmt nicht Nosebad. Aber Neubad ist die Vorentwicklung von Uhafnir. Ach so, aber. Ach, scheiß drauf. Ist auch Nosebad jetzt. So, dann.
Naja. Der Hyperball nicht Gold. Pfah. Anfänger. Gropius. Pelzekuck. Krebskorps. Magma. Schon wieder ein Krypuk. Ich glaube, ich habe jetzt 80 Krypuks und 80 Bomis. 80 Bärmons. Gut, dann. Barry, nein! Nicht Barry in Reverse. Und? Barry. Mewtwo. Aber die normale. Aber trotzdem ein Mewtwo. Mein erstes Mewtwo tatsächlich. Aber auch ein cooles Bild, ja, auf jeden Fall. Sieht richtig gut aus. Irgendwie wieder Sammwurzel. Macholo tatsächlich mal zur Abwechslung. Tobias, da hinten sehe ich schon den Teaser. Zurück mit dir. Oh. So, dann haben wir. Oh! Pikachu V-Max. Let's go. Und hier haben wir Aquana. Sehr cooles Bild. The Fat Pikachu. Fat Pikachu pays in. Er ist so chonky. Ja. Hast du was gegen Chonkies? Nein, tatsächlich nicht. Natürlich ist dieses Pack nicht richtig auf jetzt. Okay. 1, 2, 3, 4, nach vorne. Gut. Psychoenergie. Knarksel. Gloria. Oh, schon wieder diese Hand. Shinux. Kackmon. Golbit. Ein Formeo Hodensack. Und. Shinux in Reverse Holo. Und. Gar nicht. Ein Boma damit. Diesmal ist es wirklich Trash. Ich habe hier. Cottony Baumwollen oder so. Ja. Baumboll, ja. Baumboll, stimmt, aber der geile Wortwitz, ja. Ja, dieses Ding. das ist Fifian. Richtig. Wir haben wieder Krawumms. Wir haben wieder Octoboxer. Da. Okay, ich hatte gerade Angst, dass ich Karten geschnitten habe, aber habe ich nicht. Oh. Schade. Dann. Elektroenergie. Wieder ein Boyerli. Der Wahlgürtel, nicht der Wahl. Der Wahlschal. Gelast. Sneebel. Schon wieder ein Klick. Ein Krippock. Jetzt kommt der Reversal-Slot. Maris Scholz. Und? Ein Beedi-Fass in Holo. Beedi-Fass. Der Meister des Flusses oder was auch immer der da ist. Ja. Beedi-Fass ist so ein Living-Meme. Ja. Pokémon, was immer so als krass dargestellt wird, voll entwickelt, aber es ist, keine Ahnung, es ist der schlechteste voll entwickelten Pokémon, die es gibt. Naja. Das Einzige, was es halt gut kann, ist, dass es halt mit der Fähigkeit Simple dann plus 3 anstatt plus 2 kriegt. Ja gut, bei Competitive Pokémon bin ich raus, aber ich finde aber ein scheiß Pokémon vom Aussehen her. Ja, es ist aber auch im Competitive ist es auch richtig scheiße, also. Finde ich selbst Geradax finde ich cooler als. Geradax ist cool, ja. Naja, gut, also die denken Bauchtrommelsets oder so. Ja, das ist das Einzige, wofür er gut ist. Ja, so, ich habe wieder Tibritz, Blanas, Capoeira, Flamara, perfekt, jetzt haben wir Aquana und Flamara, I'm not even mad. Bei mir sind auch Evolis drin. Oh! Und Blitzer! Let's go, alle drei schon mal united. Elektroenergie. Manchester United. Lolas Vorahnung. Pelze guck. Freunde aus Galar. Coole Karte. Diese Freunde-Karten gibt es auch in Full-Art-Version davon und Full-Art-Freunde-Karten sind immer richtig viel wert. Ja, weil halt alle Trainer auf einem Full-Art sind, ne? Porenta. Wobei. Slimer, hä? Es gibt Slimer in dem Set? Das hatten wir noch nicht.
Pepi, Luxio im Reverse Holo und Cleopatra. Jetzt ist gerade eine Durststrecke. Ich würde sagen, du hast auch seit ein paar Dingen jetzt nicht nur so den Hit gemacht. Ja, weil die ja alle am Anfang kamen. So. Jetzt haben wir, glaube ich, auch die volle Evolution hier. Irgendwie die Mittelentwicklung nochmal von diesem Rabigator-Ding. Da haben wir wieder Castadur. Otaro. Leon. Also das ist wieder Leon. Ja, wusste ich. Das ist der Champion in dem Spiel. Und hier wieder Elfun. Moonblast. So. Ach, das ist sogar Leon in Tolo. Geil, endlich. Ich in das hast du Leon in und Rainbow und Leon in... Ich habe Leon in der Kappa Pride und in der normalen Edition, ja. Ja, 1, 2, 3, 4 nach vorne. So. Stahlenergie. Boilin. Pachirisu hatte ich auch, glaube ich, noch nicht. Luxio. Lauschmaps. Pipi. Kikugi. Oh. Den geil. Krebskops. Schnäppke. Hatten wir auch noch nicht. Ja, das ist bisher auch noch nicht, ne? Und Boreos. Normal. Im Normal, ja. Da haben wir auch diese Evolution jetzt voll mit diesem Ding hier. Ja. Da haben wir auch Brotomorph. Wieder dieses Vorentwicklung von Cottony-Ding, glaube ich. Cottony ist der Name von dem Ding. Aber die Weite, achso. Warte mal, wozu wird das denn? Zu, Hubbelup. Nee, Quatsch, Papunga. Also, Hubbelupf ist doch hier. Ja, ja, nee, das Papunga. Hier wird, das hier wird zu Papunga, okay. Da haben wir, ja, die Trainer. Und, what the fuck, ist das für ein Jäger-Chat? Okay. Mit Choke. So, dann. Stahl. Schon wieder der Barista. Okay. Owei. Slimer. Pipi. Pizza. Electek. Wollen wir mal wieder der Hit kommen. Boilin in Reverse. Und Fokus haben. Und ja, es ist die Vorentwicklung tatsächlich anscheinend, dieses Kackding. Hm. Okay. Du bist auch. Du hast Hunger angelassen von dem Display gerade. Das ist okay. Wenn am Ende dafür wieder die Guten kommen. Hm. Zack. Kackier. So ein Wort für mich über. Oh ne, du hast Glow Wort. Das ist. Oh, wie heißt jetzt das Ding nochmal? Ich hab den Namen Ninkada. Ne? Ninkada, stimmt, genau. Schon wieder ihn? Diesmal habe ich ihn aber wirklich doppelt. Ja, jetzt hast du ihn wirklich doppelt. Orbite wie. Orbite und die Sauna. So, dann. Elektroenergie. Snibunna. Zwirklob. Pelzebub. Kikugi. Nein, Karadon ist. Grab it. Palem Palem. Der Top-Film im Reverse. Das ist auch der Hit, auf den du gewartet hast. Cavalanzas. Cavalanzas. Wo sind die Hits? Alle am Anfang reisen. Ja, die sind tatsächlich schon nach Hause gegangen. Hit and Run. The Simpsons. So, dann links. Mhm. Wehrlicht hatte ich, glaube ich, bisher auch nicht. Ich erinnere mich nicht an das Bild. Wenn nur Zwirklob. Dieses Ding schon wieder. Pokusan, ja. Und Atmorei, den hatten wir, glaube ich, schon. Ja. Atmorei, ja. Ich glaube, ich. 1, 2, 3. Nein, Leute! Was denn? V-Star! Nein, nicht schon wieder eine V-Star-Karte, das ist Pack-Kacke. So. Das Luxio. Ist Luxio. Top-Film. Silvolara. Den Denne hatte ich auch noch nicht. Porenta, den hatte ich schon. Zwirllicht.
Slimer, Shinux, Wahlgürtel und Slimog. Slimog. Slim. Also fürs Vervollständigen des Sets ist es gut. T4. Mach Hollow. Voltoball. Wailord. Wailord? Und Mautzinger. Mautzinger. Bei den neuen Mods ist immer witzig. Neue Mods bin ich leider komplett raus. Ich Glück, wenn ich flüchtig mal irgendwie eins davon mitbekommen habe oder so. So, wenn da jetzt wieder eine Wii-Karte ist, ne? So. V-Star, Benny, V-Star. Also ich meine, ja genau, diese V-Star-Karte. Dann Jagdhandschuhe. Snipuna. Scharfax. Pupanze. Schnäppke. Ah ja, langes Knie. Didane. Ein Pet Sneef, das habe ich auch noch gebraucht. Ein Klick-Klack in Reverse Holo und ein Panferno in Holo. Also der war auch eigentlich ziemlich schick aus, die Karte. Die sieht sehr gut aus, ja. Warum ist der denn eigentlich gerade im Psycho gewesen? Ist das ein Psycho-Pokémon? Nee. War ein Elektro, oder nicht? Elektrofee, ja. Okay, interessant. Also eigentlich gar nichts mit Psycho zu tun, aber. Wer weiß. Dann haben wir Schneckemackel zum 500. Mal. Es gab schon mehrere Sets, wo Psycho für Fee-Pokémon im Psycho einzutreten war. Ja, Hilfe. Oh, ein Hit. Naja, ist eine Holo, glaube ich, eine normale. Twirpfinst. Ja. Ist ja irgendwie ein cooles Set. Also ein bisschen wie so aus Paper Mario oder so. Ja, ich mag das auch. Und nochmal die. Tola. Oh, die Hunde. Wow, wow, wow. So. Chillabell. Reinigende Handschuhe. Symbolara. Kikugi. Riolu. Hä, es gibt Lucario in dem Set? Was? Da war ein Riolu gerade. Ja, Riolu hattest du doch schon oft. Libeldran Reverse Holo. Und? Das Lucario wartest du noch. Oh, Raikouvi, endlich wieder ein Hit. Ich würde sagen, du bist da auch endlich mal wieder beglückt mit einer Wii-Karte. Mein Handy schlägt mir gerade vor, ist Bruce Willis optisch irgendwie, keine Ahnung. Was? Wie eine ganz heiße Diskussion. Bruce Willis optisch irgendwie, keine Ahnung. Das schlägt mir Google auch immer vor. Und als Antwort kriege ich dieses Bild angezeigt. Von Sam Mürzel. Ja, die haben beide dieselbe Frisur. Ja, und diesmal haben wir auch Schwall. Boss. Ist voll entwickelt, ne? Ist das schon Boss? Oh, stimmt, das hat gar keine Mittelentwicklung. Ich bin dumm. Die Arena von Tokyo Drifto. Tokyo Drifto. Und Glutexo. Und Glurak, da ist es! Ja, und dann Feuerenergie. Charon. Siberio. Die Ruine. Ein Nassgenäht. Zwei Stück habe ich noch, Benny. Zwei Stück. Jetzt nicht. Ich habe noch so ungefähr 9. Porenta. 90. Gary mit seinem Blitzer. Die ist sick, die Karte. Die ist actually ziemlich clean. Und? Doppelte. Okay. More Pekovi. Schmeckt schon. Das ist jetzt zwei von diesen Full-Art-Karten, glaube ich, ne? Ja, ich habe die Ariados und die Blitzer. Ich weiß halt nicht, ob die in dem Set immer so sind, aber ich glaube nicht. Deswegen fand ich aber, wie gesagt, dieses eine Set da so geil, wo dann sehr viele von diesen Full-Art-Karten drin waren. Ich glaube, das im Japanischen ist das aber so gewesen. Das ist ziemlich nice gewesen. So, ich glaube, war es VMAX Climax? Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt haben wir wieder den Kollegen. Diesmal haben wir Stalobor selber. Ich finde es eigentlich, dass ich mittlerweile einfach riesig bin. Snackmack. Simsala. Uri fucking Geller haben wir am Start. Und Pinocchio. Ein Tengulis. Tengulis. Lepumetas,
Tafelwasser. Stami, was chillt am Strand. Bämon. Magma. Fliegt die B schneller? Virgin? Sterndu. Sibelius. Ha? Fliegt die W schneller bei Jin irgendwie als sonst? Habe ich auch das Gefühl tatsächlich. Oh, ich bin mir aber unsicher. Die Route nur länger. Kann auch am Skin liegen. Also, gut, wie du gerade mit dem letzten Schuss hier fast gewonshottet hast. Empolio, der Swagmeister. Ja. Bin auch actually traurig darüber. So, mein letztes Pack. Letztes? Yes. 30 nur in dem japanischen Display. Nur ist gut, aber dieses Krokodil-Ding. Schon wieder die. Jetzt haben wir die Kollektion aus allen Basis-Pokémon, wo mir die Namen nicht eingefallen sind oder so. Ausgeglichener könnte das Game auch nicht sein. Navigator auf, das ist natürlich schon quite depressing, aber. Nein. Dann Elektro. Wacht Chungus. Gucken mich an. Ein Quartiff. Ich hab danach noch halt die 6, die im Vergleich zu... Warum hast du dir ein Iron-Ding geholt? Ich hatte eben das andere, aber das hat mir nicht gebracht. Godzilla. Ein Fehlschlagschutz und... Kappels. Kippels. Mit Omnivamp war das, glaube ich. Hattest du bisher auch noch nicht, oder? Nee, hatte ich noch nicht. Ja, ist geflasht. Dann... 6 to go noch. Kommt. Zwei Hits sind dann auch so. Sammeln sich aber auch schon wieder hier, ey. Zwei Hits. Zwei Hits und sechs. Ich rieche durch meinen Schnauzer bis hier rüber. Das wäre viel. Weg Schnauzers. So. Dann zack. Eins, zwei, drei. Oh, da wird gar nichts drin sein. Wie ist da? So. Egal. Freunde aus Galar. Voluminas. Jubel von Timmy Yelp. Barmy. Sterndu. Pipi. Barista Reverse Holo und Maxax! Den habe ich auch noch gebraucht. Nice. Der Barista war der eigentliche Hit in diesem Pack. Guck, auch schon Convent. Gut eingesleeved. Ja, ja. Da will ich tatsächlich eher Laub. Kirps, Nirps, oder wie das heißt, sleeven als den Barista. Na, ich sleeve eigentlich alle Reversals. Das vorhin war nur ein Scherz. Imagine having so many sleeves. Ja, ich habe bis jetzt einfach gar nichts gesleeved, weil ich weiß nicht mal weiß, ob ich welche da habe. Ja, Kevin, die haben dich gelobt im Gegnerteam. Echt? Ich hatte dir noch erst welche gegeben. Diana hat geschrieben, GG, well played, Jin, carry hard. Ich nicht, Benny. So. Ich glaube, wir hatten auf jeden Fall drüber gesprochen, aber ob der Deal vollzogen wurde, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, ja. Komischerweise, Alter, mein Gin ist auch nicht von dieser Elo. Kokowai. Kokowai hatte ich auch noch nicht, oder? Nee. Oh, du hast auch richtig gut gespielt, ey. Schnepke. Nasknet. Kokumil. Leona kriegt man ohne. Ja, Leona hat auch gut gespielt. Ich wollte gerade sagen, es ist zweimal dasselbe jetzt gewesen. Und? Petsny. Pixie hatte ich auch noch nicht. Das ist aber auch wieder breit gezogen, ist 4 zu 3 Pixie gewesen oder so. Ja. Ich habe einfach fast mehr Damage als Yasuo gemacht. Ich habe jetzt noch 4 Stück. Nice. Nice. Ich habe gar nicht so wenig Schaden gemacht, tatsächlich. Nö, wir haben alle ziemlich gleich viel gemacht. Ich habe jetzt Plastikverpackung. Außerdem ist so schade, ich sollte wirklich mal auf meinem Main anfangen, Cho'Gath zu spielen. Hyperball? Oh, warte, weil ich glaube, da Sugar funktioniert immer, wie du siehst. Klebutak. Tropius. Dok, dok. Palim, palim. Ich bin auch 17-3 gegangen, Alter, holy shit. Picochilla. Pupanze. Schnäppke. Oh Gott, Schiffen. Oh, Fliegenlande Vula Uso wie. Der sieht auch sick aus. Ja. Das ist auch eine Special, eine Full Art wie. Und Gigantes. Oh, die ist richtig scheiße. Ey, die sieht richtig cool aus. Und man fühlt auch den Druck. Den Print, meinst du? Ich fühle nur den Druck auf der Blase. Wir sind gleich durch. So, da. Nein, das war nicht ernst gemeint. Das war Situationskomik. Achso. Achso. So.
Weil ich das mache jetzt einfach Handmodel Streams. Ja. Für die Handfetisch-Leute da draußen. So. 1, 2, 3, 4. So. Und Lichtenergie. Der Hyperball. Vibrava. Tropius. Giotesto. Magma. Sterndu. Burmi. Karadonis. Staravia Reverse und. Mittlerweile. Klick die Klack habe ich auch noch nicht. Klick die Klack. Mittlerweile tilt die ja schon beim Zusehen, wie auch so Karadonis ziehst. Ja, der wird erstmal dick abgestoßen. Nein, schon. Abgestoßen für 2 Coins. So. 2 Packs noch und du hast gesagt 2 Hits, also einer fehlt dann noch für deine Prediction. So. Mhm. 1, 2, 3, 4. Einer auf 4 noch. Unlicht. Achso, 4 Karten, okay. Malgürtel. Capoeira. Magma-Becken. Panflam. Flampella. Kupanze. Schnäpke. Nesknet. Cavalanzos in Reverse. Und? Mhm. Arceus Riester. Ich hab's gecallt. Du hast 3-mal die Visitenkarte bekommen, jetzt hast du auch die richtige Karte bekommen. Leon hat's gecallt. Ja, es ist einfach unglaublich, was meine Nase alles schnüffeln kann. Tatsächlich. Das Warwick. So. 1 hast du noch, ne? Ja, das letzte Pack. Strahlende Sterne mit 11 Huhn vorne drauf. Das ist es nicht, wer nichts gemerkt hat. 11 Huhn? Habe ich doch als Wii schon. Nee, ich meine das mit dem auf dem Pack. Achso. Unglück. Gar nicht. Da wird es tatsächlich Karadonis drin sein. Also, ja, ich bin sonst ja erstmal gemutet, weil ich einkaufen gehe. Jo. So. Grasenergie. Doppel-Turbo-Energie, die hatte ich noch nicht. Hä, den hatte ich auch noch nicht hier, den Hitzkopf. Plipren. Krebskorps. Golbit. Palimpalim. Panflam. Picotilla. Muterpel in Reverse Holo. Und was ist die letzte Karte dieses Videos? Paradoxon. Schadrago. Schadrago im Knet-Look. Nur für dich. Okay. Dann würde ich noch einmal kurz, dass wir beide unsere Hits reinhalten. Unsere Hits, ja, das wird schwierig, das werde ich nicht machen. Okay, dann ist, ihr seht ja die Hits dann auch unten eingeblendet im Video. Ich würde so einfach noch mal kurz zeigen, wie viel verdammte Ausbeute ich hier gemacht habe. Arceus Vista. Ula Uso V. Morpeko V. Full Art Blitzer mit Gary. Raiko V. Kingler V Max, Elfen V, Full Art Ariados, Glurak V, Pikachu V Alternative und der goldene Hyperball. Den goldenen Hyperball, ich verschlafen, den habe ich gar nicht mitbekommen. Ganz am Anfang, der war der erste. Oh, da habe ich nicht aufgepasst. So, shame on me. Dann danke fürs Zuschauen, Leute, und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.